Ja, mal, Schatz, aber wenn er jetzt lügt, wenn er jetzt lügt, packe ich jetzt alles auf. Wenn er jetzt eine Faxen macht. Ja, mach erstmal deinen Ton runter. Boah, was ist hier für ein Stress? Ich hole dich heute Abend jetzt ab. Boah. Den Messer hat am nächsten, ich bin kein Harun. Ich komme. Ladies and Gents, Habibis, ich küsse doch eure Herzen. Was macht ihr, Alter? Wir haben echt rasiert in letzter Zeit, ohne Spaß. Wir nehmen alles auseinander, die Kommentare, die Klicks, die erste halbe Stunde, das habt ihr richtig, richtig gecheckt, was ich genau meine dafür. Kuss geht raus an euch alle. Alle ein Herzchen in die Kommentare. Ey, ich weiß nicht, ich habe das mal so aus Spaß gesagt. Und wenn ich jetzt so sehe, wie viele Herzchen in den Kommentaren sind, kriegt jeder ein Herz und einen Kommentar von mir zurück. Das ist wirklich krass. Ich bin ja gerade dabei, vor 3-4 Stunden habe ich ein Video rausgehauen, was schon 350 Kommentare hat. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Video noch mehr schaffen. Ja, in 3 Stunden vielleicht 400-500 Kommentare. Man munkelt, wer weiß. Aber ich wünsche euch einen guten Appetit und wir schnallen uns an, denn es gibt ein Beef. Es ist eskaliert. Engelsgesicht gegen Kürtibo. Oh mein Gott. Das kann nur geil werden, Leute. Ich habe einiges, was wir uns jetzt reinziehen. Unser Film geht jetzt los. Ich hoffe, ihr lasst es euch alle schmecken. Ich hab euch lieb. Und ich würde mal sagen, ihr wisst, was jetzt kommt. Let's go in the window. Warum finde ich das nicht? Ich weiß nichts, ne? Ich weiß nichts davon. Ihr habt es mir alle geschickt. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin einfach nur gespannt, was jetzt passiert. Und wie oft ich meinen Namen unten lese. Sein Abi. Mein Abi. So, seid ihr bereit? Den. Dein Abi. Okay. Alle aufnehmen. Was ist ein Zitat? Damals. Wo? Was hat Barello da auf seiner Stirn? Und türkische Soldaten von Frankreich festgenommen im Krieg. Und der König von da. Er hat gesagt, ein Zitat, nicht eine hat eine Fantasie. Geschichte und Zitat, da sind zwei. Was laberst du da? Oh, ich werde Junge. Rede, der Präsident redet gerade, du bist 20 Jahre alt. Hör zu erstmal. Ja, ganz ehrlich, jetzt ist er Präsident geworden. Du hast keinen Anstand, keinen Respekt. El Presidente. Hype. Ja, er war doch Clan, Mafia-Clan von Europa, oder? Jetzt Präsident. Aber erzähl Geschichte jetzt. Hallo. Guck mal, der König von Frankreich hat eine Fantasie. Er sagt immer zu Menschen, den niemand tötet, er kann aussuchen, wie der getötet wird. Ja, du suchst dir selber aus. Lambarello. Wir versuchen jetzt mal, ihn zu verstehen, okay? Ich höre wirklich gerade zu und ihr auch. Wir versuchen mal zu verstehen, was Ibo für eine Geschichte zu erklären oder zu erzählen hat. Er überlegt, der türkische Soldat überlegt sich. Wie deine Rose. Er sagt, wie kann ich mich von diesem Tod rausholen? Er sagt, ich möchte mich genau wie eine Horus. Horus, weißt du, was das ist? Diese große Hals hat. Er meint einen Huhn. Wer ist das auf Deutsch? Hahn. Bring mich wie ein Hahn um. Die bringen ihn einen Hahn, er nimmt dann Hahn seinen Kopf und steckt ihn seinen Arsch rein. Was labert er da? Ja, jetzt übertreibt er langsam. Er sagt zu dem. Jetzt geht in Fantasierichtung. Ja, sei ruhig. Er sagt zu dem, also schickt ihn weg. Der wird. Sowas gibt es nicht. Der König wird ihn seine Leben verzeihen. Okay, habt ihr irgendwas verstanden? Oder wenn man das auf Deutsch bringt, ist das schwierig. Die Rede wie ein Löwe. Wer verstanden hat, hat verstanden. Ja, trotzdem. Ich glaube, keiner hat verstanden, aber das redet wie ein Löwe. Ja, aber vor allem das ist das Problem. Oder die haben alle keine Ahnung. Ja, Mann. Das ist Ibo hinten. Wenn ihr nicht versteht, ihr seid falsch auf dieser Plattform. Dem Ibo. Nein, wenn du weißt, was sie wollen, aber sie wollen den ganzen Tag Maschera machen, mit Frauen sind sie nicht machen und dies machen und das. Geht nicht, man kann nicht jeden Tag. Ich sag euch mal so, ich weiß nicht, was die jetzt mit Maschera meinen, aber das ist zu 100% zum Lachen, okay? Es gibt einmal Auslachen und dann gibt es einmal gute Laune Lachen, ja? In dem Sinne, so wie wir das gerade machen. Ich find's einfach witzig, ich sag ja süß, sympathisch, Digga. Aber wenn die sagen, dass das Maschera ist, dann sind die wirklich falsch auf diesem Plattform.
Denn das, was er da erzählt, und jedes Mal, wenn er das einmal machen würde und der sieht, dass die Leute lachen und damit aufhören würde, wäre es was ganz anderes. Aber er bringt ja jedes Mal, er hört ja gar nicht mehr auf. Und das ist zum Lachen, Digga. Ich lache mich jedes Mal tot. Ich liebe seine Zitate. Du kannst nicht jeden Tag immer so sein. Aber ich bin dir ehrlich, Papari, ich bin dir ehrlich, heute habe ich mit Ivo mit einem krassen Mann telefoniert. Wallah. Die Frage ist, was ist für dich krass? Nochmal? Was ist für dich krass? Wallahi, Ivo. Ja. Sei ehrlich. Ja. Heute hatten wir einen krassen Telefonat. Weißt du, wer für mich krass ist? Ja. Natürlich. Aller Fürste. Der Respekt und Anstand. Stark. Warum aber der krass? Niemand anders. Wenn du denkst, jemand ist krass, indem er Drogen verkauft, Prostitution oder ich hab was zusammen, der unterfällt. Bruder, der ist krass in der Hölle, aber nicht in dem ist jetzt. Der ist krass in der Hölle. Im Leben, wichtigstes Thema ist das, Effendi zu sein, Effendi. Effendi bedeutet Angst und Respekt. Nein, Bruder. Ja. Ist eine Papa Ari, kannst du kurz Yasser reintun? Ich will mit dem G machen. Aber ich geh raus. Pass auf dich auf, Ali, ne? Lass dich nicht runterkriegen. Habibi. Wollt ihr noch Dinosaurier sehen oder so? Alleine machen? Ali, ich liebe dich. Wenn du willst, bleib, Ali, ich geh raus. Ich liebe nicht mehr. 1358 gestorben. Salam alaikum. Arafat Abi. Salam alaikum. Ist er im Match? Ist er gerade im Match oder nicht? Ruf ihn, ruf ihn. Er hört auf dich. Wallah, er hört auf dich. Ja, aber wenn er im Match ist, warte mal kurz. Er klärt auf mich, mein Bruder. Die sind gerade richtig. Ich rufe ihn mal gleich an. Ich will mit dem Kheer machen. Wir machen Kheer heute. Wir machen Kheer heute. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ne? Aber wir ziehen uns das rein, Digga. Wir bleiben bedeckt und schauen, was passiert ist. Tu so lange Engelgesicht rein. Alle wollten Dinosaurier sehen. Leute, Dinosaurier existieren nicht mehr. Das ist kein Dino mehr. Die sind 1358 gestorben. Löwe, ich küsse dein Herz. Was sind die gestorben? 1300. 1300. Vor welcher Zeit aber? Jetzt kommt. Idra, ich küsse dein Herz. Lange, lange. Barella wird reinkommen. Guck mal. Guck mal, den King. Engel. Hier, bitte. Schade. Machst du nicht Sinn? Arafat Abi, Salam alaikum, erster Mal. Warte, du auch, aber diesen Mann möchte ich nicht live gehen. Wallah, ich hab ihn geliebt, aber mit diesem Mann. Aber, ganz gut. Aber du bist doch kurz mit, ich will mit dir kurz reden. Mit mir ja, willst du nicht mal live gehen? Nein, nein, nicht mit dir, mit Kurdibo. Warte kurz, warte kurz. Warte. Ivo, so, Ivo, was hast du gemacht? Wenn er jetzt lügt, packe ich jetzt alles aber, auf. Aber wenn er jetzt eine Faxen macht. Ja, mach erstmal deinen Ton runter. Mach erstmal. Boah, was ist hier für ein Stress? Was habe ich verpasst? Wieso hassen die sich so? Stopp. Ich habe deinen Vater kennengelernt, Allahumma barik. Er will Fitna machen, ich mag keinen Fitna. Ich finde ihn sehr sympathisch bei Allah, Schari. Ich meine es ernst. Ja, sag Onkel, liebe Grüße. Bei Allah, ich meine es ernst. Ja, aber du weißt ja, was Realität ist, oder, Rafa Dabe? Warte doch, nein, 100%. Jetzt? Wenn ich dich wegen einer Frau verkaufe, die ich SMS schreibe, WhatsApp-Nachrichten, weil du verliebt bist und deinen kleinen schickst und sagst du die Frauen, Engel ist es gibt sogar Videos in München. Was? Du weißt, wenn er jetzt Faxen macht, ich poste von ihm sein kleiner Pipi alles. Wenn er oh mein Gott, Leute. Oh, was ist hier los? Jeder weiß hier auf TikTok, dass Charlie schwul ist. Punkt. Ja, schau mal. Es geht nicht mal um das. Es geht nicht mal um das. Er stand in einer Frau. Sagt zu mir, es gibt Videos von Englisch in München, dass, Bruder, wenn es so eine Videos gibt, wäre ich doch längst raus. Erstens das. Zweitens sagt. John schreibt Pumping ab, ich küsse dein Herz. Was machst du mit deinem Engel? Ich habe WhatsApp-Nachrichten. Und schickt er seine Gliedmaß, sein kleiner Vogelwurm zu dieser Frau. Und wenn er jetzt Faxen macht, Baller, vielleicht poste alles auf TikTok. Wenn er jetzt Faxen macht, überlegt es zweimal. Du bist einfach eklig. Was die gerade abmachen wollt, komm mal. Guck mal, Barello.
Wallah, der Junge ist so. Ich sag euch das. Was soll ich das Mädchen des Bussen? Guck mal, ich sag euch nochmal. Der Name Alice was? Na, warte, was? Warte, warte, warte. Warte, was? Ich sag euch nur eins. Du kriegst Glück für ein paar Frauen. Benehm dich, guck mal, benehm dich. Ich bin ein Mann. Benehm dich. Ich werde du bist kein Mann. Du warte, bist ein warte. Abwasser, bist du. Warte, 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 warte. Bist du. Du bist keiner Mann, du bist ein halber Mann. Ich hole dich heute Abend jetzt ab. Ich hole dich heute Abend ab. Ich hole dich heute Abend. Dich hole ich ab. Wenn du dich nicht benimmst. Guck mal, ihr könnt nicht. Wir sehen uns. Ich poste deine Videos. Wir sehen uns. Wir sind noch Männer, du weißt ja, wo ich wohne. Mach deinen Ton runter. Ich sag dir nur eins. Kürtibo wurde über. Ein 17-jähriger. Kürtibo hat seine Familie verlassen. Kürtibo kümmert sich nicht an Kinder. Guck mal, du weißt alles, was die alles mit mir machen. Ey, wisst ihr, was ich krass finde? Sorry, dass ich das so stoppe, gerade wo es so spannend ist. Ich habe das schon mal gesagt. Das ist wie so eine Tabelle, wo jeder mal mit jedem drankommt, um zu streiten. Und du weißt nie, wer mit wem streitet. Ich hätte niemals gedacht, dass Engel und Kürtibo sich streiten, Digga. Ohne Spaß. Also ich hätte mit allem gerechnet, aber damit nicht. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe. Was ist der Beef zwischen denen? Ja, heute versuchen die... Aber ich hab doch die Nachrichten. Ich hab doch die Nachrichten. Wenn ich jemanden... Guck mal, ich weiß, wo dieser Dreck kommt. Das kommt von Berlin. Die versuchen das zu drehen. Und ich habe aber noch die Videos, Bruder, wie du redest. Bruder, das ist kein Dings. Ich erkläre dir das. 81er München. Guck mal, ich erkläre dir nochmal. Bring mir diese Menschen und ich komme nach Ingolstadt und guck mal, was ich mit diesen Menschen mache. Ich kenne diese Menschen nicht. Die machen eine Politik. Hast du keinen Kontakt mit unseren Jungs von 81er? Mit wem? Alles, mit allen habe ich. Warte mal, Eldet, kennst du Eldet? Guck mal, ich sag dir, warte mal, sag den Namen Eldet was. Wer? Hast du mit München 81er was zu tun oder nicht? Ich habe mit allen zu tun. Ja, hast du über mich geredet oder nicht? Nein. Denkst du, Bruder, was? Was redest du? Aber er sagt doch nein, du hast doch den Namen. Hast du über mich? Warum soll ich über dich reden? Er sagt, Araber, soll ich jetzt posten? Soll ich posten? Nein, das ist was anderes. Guck mal, ich sag dir nur eins. Ich werde euch alle in ein Loch reinstecken. Ich sag euch das. Ich bin der Mann. Oh, Mann. Ich komm vom Loch. Was ich werde lieber sterben, als ich dich. Du bist schon. Alles über. Oh Mann, ich hab keinen Bock, irgendwelche Sachen wieder zu stummen. Richtig, du kannst immer gerade ausgehen. Guck mal, mach deine Augen auf. Guck mal, wer dir diese Sache macht, du bist dumm. Du fällst da rein. Du fällst gerade rein. Ich fall nicht rein, Bruder. Ich hab deine WhatsApp-Nachrichten. Ich hab deine WhatsApp-Nachrichten. Nein, alles. Guck mal, ich hab das nochmal. Er ist Präsident. Egal, aber ich halte jetzt mal mal für Arafat ab. Pass auf. Nein, nein, sowas sehe ich nicht. Sowas kann ich nicht akzeptieren. Der Papa, wir reden später, privat nicht so. Hype. Ja, das ist. Ey, aber Engel, seit wann habt ihr so miteinander zu tun? Ivo hat mit dir nicht mehr was zu tun, oder? Bro, wenn er gewisse Frauen anschreibt und so sagt, was willst du mit ihm? Wir haben doch gesagt. Bruder, ich hab mit sowas nichts zu tun, hör auf damit. Mach hier keine Show. Bruder. Hör auf damit, sag ich dir. Ich hole dich jetzt an. Hör auf damit. Bruder, wie kannst du Hey Leute, ich verstehe nichts, deswegen ich muss lachen. Sorry, ich bin raus. Den Messer hat am Dienst, ich bin kein Harun. Boah, der sagt, wenn du nicht kommst, bist du kein Mann. Ich komme. Ich bin kein Barella, ich komme. Ich hab euch gesagt, ne, der Besuch bei Coach Frankie, ich hab euch gesagt, einer, der da rausgekommen wäre, wäre Engel gewesen. Und egal, wer zu Engel geht, ich bin mir sicher, Engel kommt. Weil der Typ ist lebensmüde, ja. Bei ihm hat's nichts mit Angst, diese Sachen zu tun. Der ist einfach ein Psycho in seinem Kopf. Ich komm sogar zu dir. Wenn jemand dich von meinem Haus. Komm mal, komm mit sowas nicht an. Ich hab Familie, Kinder. Ich werde dich in ein Loch anstecken. Benimm dich. Schade. Ja, ist ein Zentimeter, alles klar. Lass uns reinkommen. Schade. Was hab ich dir getan? Hat Hol- und Bring-Service.
Was ist denn was ist denn Geld, das hat denn, aber Engel, dreckige Art und Weise. Das hat mir drei, vier Frauen geschrieben. Ey, Engel, vielleicht meinte Ibo, weil manchmal macht Ibo so auf lustig, sagt er, oh, zu Nein. Was wollt ihr von einem Barello? So auf lustig, aber nicht die. Oder Ibo trägt Kilo ab, rote Tanga, was erwartest du von ihm ja auch? Den Wallah, du bist. Benimm dich, komm mal, ich komm nicht. Wir sehen uns, Ibo, Wallah, wir sehen uns, Ibo, Wallah, wir sehen uns. Was sehen wir uns? Ich schwöre bei Gott, ich würde das aufnehmen, wie ich dich sehe. Guck mal, ist nicht gut. Guck mal, Ibo, wir sehen uns. Nimm dein Ackel. Tu dein Ackel in deinen Kopf? Ja, ja, ich frage, benimm dich. Schick deine 7 cm weiter an gewisse Minderjährige. Diese, sowas Ei. Das ist keine Männlichkeit. Ich werde, guck mal, jeden, der hier drin, ich sage dir, wer damit sowas zu tun hat, sowas, versucht mich hier zu hin. Ich werde. Das lügst du gerade? Oder? Ich weiß, von wo das kommt. Scheiß drauf. Ich weiß. Ich hatte es mal für Arafat Abe. Ich habe ein paar Leuten geschadet und die versuchen mit mir, das sind meine Freunde. Er hat doch gesagt, er hält sein Maul, reicht doch jetzt. Lass uns sehen. Ey Engel, was meintest du, rote, was? Engel, ich hab mehr, schade. Ja, mal, Tantana, hab mal, schade. Oh, Arafat kann türkisch? Bruder, man hat in Hallenbad oder Freibad gesichtet, dass er mit roten Tangen schwimmt. Walla, du bist eklig. Walla, du bist eklig. Walla, du bist eklig. Und einem 40, du redest gerade mit einem 40. Wallah, du bist in meinen Augen. Ich sag, weißt du, was ich mache mit dir? Chalas, ich hol dich ab. Hallo. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Nein, ich werde deine Mutter. Deshalb. Wallah, siehst du genau das? Wallahi. Egal, was er gesagt hat, was Ivo gemacht hat, ist unterste Schublade. Guck mal, und jetzt lacht Engel selber. Schublade, Uxumbillah. Bruder, das machen nur Leute, die wo keine selber Mutterliebe haben. Aber egal, wir wissen ja, was unsere Mütter sind. Ja, darüber macht man keinen Spaß, Wallah. Wallah, ich geh raus, wenn ihr so redet. Ochsenbillah, ich geh raus. Ich hab noch nicht immer gesagt, wer keine Mutter lieber hat, beleidigt andere Mütter. Ist doch nicht. Das ist mein Humor, Wallah. Aber merkt ihr was? Barello, seitdem Barello wieder da ist, es geht wieder los. Es gibt wieder Beef, Digga. Sag ja. Aber da mit dieser Barello, warum der nicht mehr? Oh mein Gott, ich schieße in meine Welt, Bruder. Ich stehe zu meinem Arafat Abe. Fertig aus, habe ich von Anfang immer gestanden und werde immer stehen. Wallah, sollte ich einmal Arafat Abe hintergehen wie Barello, dann bin ich der größte Peach. Ey, was? Ey, du bist lustig, nur wenn du besoffen bist. Sonst komm gar nicht mehr. Ich bin nicht mal besoffen, Bruder. Wallah, ich bin nicht mal besoffen. Komm gleich, nur wenn du besoffen bist. Sonst komm gar nicht. Ich schade. Du bist so gut. Trink nicht. Lass dich nicht animieren von so einer Scheiße. Wallah, dein Vater. Wisst ihr, was ich an der ganzen Sache nicht verstehe? Irgendwie hat er doch gesagt, dass er mit seinem Vater geredet hat. Also Kürtibo oder irgendwie Kontakt zu seinem Vater hat. Aber dann seine Mutter beleidigt. Das verstehe ich nicht. Das ist sehr sympathisch. Wallah, ich meine das ernst. Ey, tut Ivo rein. Lehn die Leute ab. Tut ihn nicht rein. Nicht, dass er wieder beleidigt. Das geht nicht. Ich habe dich sagen. Er ist sowieso nicht rein. Ich bin von mir auch enttäuscht. Hallo. Gesperrt. Achso. Jawohl. Na, Arafat, hör mal zu. Ich habe wirklich Handbeweise. Du weißt ja, Arafat, aber du weißt ja, wie loyal ich bin, ne? 4, 5 Weiber schicken mir seine Sprachnotizen, wo er sagt, was willst du mit diesen Engeln und so, der ist doch ekelhaft, der ist doch in München ein Stricher, der war da und da und da und da. Okay, du bist auf Allah. Okay, sowas ist sehr link. Ich kenne nämlich auch so eine Person, die zum Beispiel ihr zusammen chillt, ihr zusammen lacht, ja, wo du zum Teil vielleicht irgendwelche, kennt ihr diese Jungs, passt auf, jeder Typ da draußen hat so ein Kumpel gehabt. Du nimmst irgendwelche Mädels und bringst die zu der Wohnung von deinem Kumpel, um zu chillen. Ja, es muss nicht immer gleich irgendwas heißen. Einfach um zu chillen. Aber von diesen Mädels in dieser Gruppe hast du zu einer Kontakt. Obwohl das mehrere Mädels sind, hat dieser Bitch immer ein Auge auf das Mädchen, wo du den Kontakt zu ihr hast. Obwohl viele Mädels da sind, hat diese Pisch genau Auge auf das Mädchen von dir. Und ich kenne genau so einen Pisch. Und das geht überhaupt nicht.
Und das ist eine Sache, die mich sehr aufregt. Und, dass mal Ibne. Falls du siehst, du bist und bleibst der größte Heuchler, du Pitsch. Humors machen heißt ja nicht, dass man gleich Ibne ist. Und dann macht er so und so Faxen. Und dann sagt er, ja, wenn man mit einem Tisch sitzt, aber so und so. Wallah, davon bin ich ihn enttäuscht. Weißt du, warum ich ihn beleidigt habe, Leute? Weil von ihm echt enttäuscht bin. Ich habe ihn geliebt. Von Barello kann man zum Beispiel nicht enttäuscht werden, weil Barello ist Enttäuschung pur. Der Messer rücken. Ey, Papa, tu mal bitte Yasser rein, ja? Wallah, lass mich, es ist gerade lustig. Wallah, ey, weißt du, warum ich dich mag? Weil du kennst sowas wie Freunde nicht. Du gibst gar nicht. Ja, ich kenne Loyalität, Bruder. Du weißt du, was Sache ist? Viele versuchen bei dir zu schleimen, nur damit du nicht Gas gibst. Und ich hab immer versucht, mit dir gut zu sein, damit du nie Gas gibst. Aber Bro, wallah, Barello, hinter den Gründen weißt du, was er gemacht hat? Wallah. Wisst ihr, was ich vorhin für einen Kommentar gelesen habe auf meinem Video? Das hat mich so getriggert, dass ich euch das ganz kurz erzählen muss. Da hat eine Person geschrieben, weil ich das hier so stoppe und meinen Namen unten lese, was mir einfällt, das zu machen, ob ich vergessen habe, wer ich bin, was das soll, wo ich mir so denke, also erstens habe ich geantwortet und geschrieben, ich vergesse oder zeige den Leuten, dass ich mit an sie denke, genauso wie die an mich, wenn die meinen Namen da unten hinschreiben und erwähne auch diese Leute, damit ich zeige, dass ich nicht hier so ein abgehobener sonst was bin und grüße euch. Also ich weiß, ich kann es nicht jedem recht machen und deswegen wollte ich das ganz kurz loswerden. Trotzdem, Kuss geht raus an jeden, der meinen Namen da reinschreibt oder egal wo. Ich versuche auch auf diesem Kanal jeden Kommentar zu beantworten, also jedes Kommentar. Das ist auch der einzige Kanal, wo ich wirklich richtig Spaß habe. Früher musste ich immer ein Video posten und ein schlechtes Gewissen haben. Alter, was kommt jetzt für eine Nachricht? Lösch mal das Video, ich habe keinen Lust. Wir werden dich anzeigen. Und wo ich mir so denke, du hast doch freiwillig mitgemacht. Zum Teil hast du mich drum gebeten, um in das Video reinzukommen. Ach Leute, egal. Beste Kanal ist hier, beste Community. Ich küsse euer Herz. Das hat mich jetzt verletzt. Ich schicke das eine kleine Minderjährige. Ja? Oha, übertreib mal nicht, ja. Bruder, warte, du kennst mich doch, würde ich was labern ohne Handbeweise? Nein. Also eigentlich bist du immer der die Wahrheit sagst, aber gerade weil du besoffen bist, Ich bin nicht mal besoffen, Bruder, wallah, ich hab nicht mal gedacht, wenn ich besoffen wäre, wäre ganz anders. Hallo, 5 Minuten ist er hier. Nein, Schara ist nicht besoffen, wallah. Ich würde das sofort... Papari, sag nicht wallah. Nein, der ist nicht besoffen. Nein, ich hab was getrunken, aber ich bin nicht besoffen, wallah. Arafat hat recht, wallah. Auch wenn ich besser mir, hätte ich ganz anders jetzt reagiert. Hätte ich auch auf Mutter gegangen, was nicht mein Charakter ist. Wallah, nicht normal, ja. Wallah. 5 Minuten. Ich habe noch nie so oft das Wort Wallah, Allah gehört wie auf TikTok. Ja. So schlimm eigentlich. 5 Minuten ist er da. Mann. Wer denn? Mein Bruder hat 5 Minuten. Ach so. Ich dachte, Ivo am Namen, sonst würde ich jetzt alles in Screenrolling machen, Screenshot. Engel, ja, Walla, ist so schön. Walla, seine kleine Wurm so, lad, schickte an 18, 19-Jährige diese kleine Fässer. Lass uns nicht darüber reden, das Hype. Doch, ich will jeden Tag darüber reden. Ich oder er, mal schauen. Wir wollen auch den Namen haben. Und der? Salam alaikum. Alaikum salam. Der ist der Kobra-Flüster, der ist guter Mann. Kobra hat ihn gebissen, immer noch nicht tot. Der Kobra-Flüster. Das ist guter Mann, den mag ich, Walla. Willst du ihn umbringen, diesen Mann, oder was? Ey, kennt ihr das Video von ihm, wo er von der Kobra gebissen wird? Und der war wirklich irgendwie im Koma oder so. Oder lag da, keine Ahnung, im Krankenhaus. Der war wirklich, also die Lage war auf jeden Fall sehr ernst, ne? Schau mal, der petzt gerade mich bei meinem Papa. Schau mal, wie ein kleiner O**o, dieser Typ. Der ist doch mal für 57. Wie ein kleiner O**o. Wie ein kleiner O**o, lieber. Ich höre den wie eine kleine Teenie. Ach so, er verpetzt jetzt Engel bei seinem Vater, ne? Nein, eins verstehe ich nicht. Jetzt Spaß beiseite. Er sagt über deine Mutter so krasse Ausdrücke und er geht mit deinem Vater live. Das verstehe ich auch nicht, ne? Der beleidigt seine Mutter, aber geht mit seinem Vater live. Was ist das für ein Sinn? Ja, weil das ist ja, sag ich doch, wie ein kleiner kann ich nicht verstehen. Wallah, kann ich nicht verstehen. Ich würde mich im Grunde wohnen. Jetzt pässt er mich noch, wie eine kleine
Oh, okay, woher willst du das wissen, dass er gepetzt hat? Also, der ist doch gerade live. Ach so. Schade, Hallas, bitte. Ich will nur sagen, Herr, irgendwas passt nicht. Hat er dich eben beleidigt? Nein, oder? Nee, schau mal, Bruder, das waren, ich habe hinter der Kulisse ein paar Geschichten gehört und mit Handbeweis, nämlich Sprachaufnahmen, wo er wegen ein paar Weiber, die vor mir schreiben, auf mich stehen, sagen, was willst du mit dem, der ist doch ein Ebner, der hat, angeblich habe ich Videos in München rum, wo ich bin, wenn ein Engel wäre und Videos hat, würde doch das morgen rausgehen, ja oder nein? Natürlich. Ja, ne. Dann erzählt es uns und dann sagt das Mädchen, nein, ich war doch mit Engel auch zusammen, dies und das. Und dann schickt es seinen kleinen Wurmbild an diese Mädchen. Aber der Trottel hat vergessen, dass diese Mädchen mich mag. Und es sind, wir reden über drei Frauen, nicht über eine. Aber ich habe eine Frage. Stell, beispielsweise, das stimmt, was du sagst. Es gibt Arafat, aber du weißt, wie Lukung umgehen ist nicht bei mir. Beispielsweise. Warum erzählen Sie das? Das ist doch kein Beispielweise bei mir. Ich rede nur Fakten. Wir ziehen uns ganz kurz mal das Gespräch von Kürt über und Engels Gesicht Vater rein. Das müssen wir uns reinziehen. Senin oğlun gelmiş. Orada benim elimde video var. İbo tanga giyiyor. İbo ben ölürüm ve bu lafları duyun. Tövbe, saçmalığı ya. Yani böyle böyle insan kendi ırkına, kendi insanına bu zulmü yapmaz. Senden rica ediyorum. Zaten bana ismini versin. Kim sana bunu şey vermişsin? Ben gerisini yapacağım. Aber bu namussuzluğu şerefsizliktir. Ja, okay. Kürtibo erzählt ihm auf jeden Fall, dass Engel gesagt hat, ich hätte einen roten Tanga angezogen. Hey Leute, was ist das für ein Film, ja? Aber jetzt will ich euch noch eine Sache zeigen. Wenn wir schon von Loyalität und alles sprechen, guckt euch mal diese Kombination jetzt an. Weil ein Barello wird ja immer fertig gemacht in der Öffentlichkeit, was ihm einfällt, mit dem und dem live zu gehen, weil die schlecht mit dieser Person sind. Warum ich das erwähne. Ein Harun wurde zum Beispiel gestern demoliert, warum er mit dem und dem live ist. Ja? Ihr wisst genau, wen ich meine. Coach Ranky. Aber jetzt passt mal auf. Richtig. Ja, jetzt. War gestern so ein bisschen komisch. Also, mir ist ehrlich, also ich habe ganze Nacht nicht geschlafen. Wallah, ich bin durchgedreht. Ich bin bis zum Bahnhof gegangen. Sogar Arrogante und Bruder von mir von Sadus, die sind gekommen zum Bahnhof, die haben mich abgeholt. Die haben gesagt, Hör auf damit. Ja, bleib ruhig. Hör auf damit. Mach das nicht. Du wirst noch nicht mal schaffen bis nach München. Die werden dich unterwegs packen. Richtig. Die sehen das alles schon. Und die arbeiten alle mit Polizei. Richtig. Das wollen wir erreichen gerade. Richtig. Genau wie du das jetzt sagst, so wird's kommen. 100%. Also am Ende machst du ein Bild mit denen und dann irgendwo auf dem Weg zurück hält dich die Polizei an. 100%. Ja. Und dann reicht eine Anzeige reicht wegen Bedrohung. Das reicht schon. Dankeschön. Wir machen was anderes. Wir machen ein schönes Video. Er wird ein schönes Video machen und schicken. Ja. Und 42 grüßt dein Herz. Und deswegen, ich gehe auch jetzt raus, Frankie. Ja. Ich bin mit meiner Familie wieder gut, Alhamdulillah. Ja, sehr schön, Diese Leute. Wegen Engel schreibt jetzt jeder Ibo 7 cm, ich glaube das gerade nicht. Und einer ist so schlimm, schreibt noch Ibo 007. Haben mir viel geschadet. Diese zwei Frauen haben mein Leben zur Hölle gemacht, ehrlich. Aber letztendlich bist du der Boss und du hast sie zu dir gelassen. Du hast sie dran gelassen. Mann, guck mal, das Schlimmste ist Frankie, die ist mit mir. Die sagt, ich wollte immer. Leute wissen und zweitens. Guck mal, das ist auch noch direkt nach dem Streit mit Engel. Ne? Das sieht man ja an diesen Nachrichten. Auf was ich stehe, auf Fantasien, auf den. Bist du behindert oder was? Guck mal, heutzutage aus diesen Erwachsenengeschäften kommen alle raus. Heutzutage, schäm dich nicht davor, sag gerne und? Im Fernsehen jeden Tag siehst du, der Prominente macht das, der macht das. Das glaubt keiner mehr. Keiner glaubt mehr. Heutzutage bedeutet Geschlechtsverkehr, das hat keine Bedeutung mehr. Es hat keine Bedeutung. Du hast zu viel Emotionen. Ja. Lass das. Sag, es okay. Sag, die Frauen, die das mitmachen, die sind doch schlimm. Also, ich bin ein Mann. Ich zwinge keinen. Wenn die das mitmachen, okay. So. Nein, aber Frank, wir haben mit sowas nichts zu tun. Richtig, wir richtig. Mit Snowboard, richtig. Wir geben ihm auf eine Frau seinen Hack, aber wir werden ihn nicht. Und jeder kennt mich auch in Deutschland. Ich rede immer Wahrheit. Wenn ich sogar sterbe, ich sag meine Meinung.
Ja, Bruder, auf jeden Fall wollte ich dir und deiner Community sagen, das ist nicht gut, wenn jemand einen trinkt, dass man sagt, du hast getrunken und so. Das war von mir nicht gut. Das war von mir nicht gut. Deswegen, ich entschuldige mich bei dir. Ja, das, so benimmt sich nicht ein Mann. Und ich war zu emotional. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Deswegen, Bruder, ich freue mich auf die Zukunft. Wenn du in Hamburg bist, ich gebe dir das schönste Essen aus, was es gibt. Wir machen einen schönen Männertag. Ja. Ich bin auf. Ich glaube, nächste Woche komme ich. Nächste Woche bin ich in Hamburg. Okay, krass. Eigentlich hieß es ja alle gegen mich, okay. Aber schön, wenn die Reden machen, ist ja das Schönste, was es gibt. Frieden ist gut. Und vergiss eine Sache nicht, Bruder, vergiss eine Sache nicht. Wenn man zusammen eine Truppe ist, dann muss man streiten, aber reden. Immer wieder reden, reden, reden. Das ist alles, das ist alles. Man sollte auch nicht diese Dings, den schlimmsten Wort, was man am Ende redet, zuerst redet, das ist eine Männlichkeit, passt das nicht. Mir auch nicht, was ich dir auch damals auch gesagt habe. Ich meine, guck mal, ich werde niemals ein Mensch persönlich ihre Familie aus. Ich mache diese Momente für 5 Minuten und das war's, mehr nicht. Den nächsten Tag bin ich mit komplett mit anderen Gedanken. Richtig, perfekt. Nein, mein Lieber, ich lasse dich jetzt mal in Ruhe. Ja, wir sind alles gerade. Salam alaikum, hab eine schöne Nacht. Dankeschön, mein Bruder. Aber du siehst, Kurtibo wird immer angegriffen. Immer das gleiche Sache. Und Bruder, wir reden noch mal. Wir reden noch. Ich würde. Oh. Bist du da? Hörst du mich? Ja. Wenn du ein neues Profil hast, ein neues Profil, komplett, Bruder. Ja. Ist nur ein Angebot von mir. Wenn du ein neues Profil hast mit einer neuen Telefonnummer, neue E-Mail, verspreche ich dir, ich kann gerne dein Managing übernehmen. Ganz entspannt, rufst du jederzeit 24/7 an. Ich erkläre dir auch alles, aber Bruder, du bist sehr, sehr... Rufst du jederzeit 24/7 an. Ready 7789, Pumping Löwe, ich küsse dein Herz. Trotz wegen diesem Kommentar, was gehatet hat, dass ich euren Namen vorlese, jetzt lese ich erst recht euren Namen. Ich erkläre dir auch alles, aber Bruder, du bist sehr, sehr mutig. Was du manchmal bringst, ne, wenn du mir das versprichst, dann machen wir das. Rufst du mich an über WhatsApp, sagst du, ey, hör mal zu, da wurde ich gesperrt, das geht gar nicht, funktioniert nicht. Ich lasse das kurz überprüfen, wenn du im Recht bist, passiert gar nichts mehr, bist du wieder sofort offen. Ja? Krass, das heißt, Coach Frankie macht jetzt Management für TikTok oder was? Stabil, Alter. Und schaut mal hier, Parado... Strich X, Pumping Monkey auf die 1. Ich küsse doch dein Herz. Wir alle zusammen auf die 1. Herzchen in die Kommentare. Haha! Du wirst sowieso immer auf TikTok bleiben. Du wirst immer. Bruder, ihr seid hier gerade 4 Akkunden gesperrt. Ja, ja. Die haben sofort gerade eine freigemacht. Die haben mich angerufen, die haben eine freigemacht. Sehr schön, sehr schön. Ja, weil du Widerspruch eingelegt hast und das hat nicht gestimmt, was dir vorgeworfen wurde. Ja, ja. Ich lass dich mal einfach in Ruhe. Salam alaikum, wir reden in aller Ruhe, ja? Salam alaikum, salam alaikum. Ciao, ciao. Krass, ja, ey, was für Film hier auf TikTok jeden Abend ist. Es ist so geil, Leute. Wir können sagen Kopfschmerzen, wir können sagen, dies und das. Es ist geil, Digga. Es unterhält uns. Ihr seht, wir haben jeden Tag Kino. So, Habibis, dann küsse ich eure Herzen. Ich hoffe, dass die Videos gut ankommen. Ja, egal, ob es lang oder kurz ist. Aber ich versuche immer so lang wie möglich, damit ihr auch genug Content, genug Kino habt. Ich danke euch für euren Support. Ihr wisst, was zu tun ist. Für die, die es nicht gemacht haben, schickt es euren Freunden, euren Freundinnen, damit die auch den Countdown, die Glocke aktivieren, ja, damit unser Algorithmus immer stärker und stärker wird. Die erste halbe Stunde ganz, ganz wichtig und die Kommentare immer schön auseinandernehmen. Bei dem letzten Video habt ihr die Kommentare so auseinandergenommen, das war wirklich nicht mehr normal. Wir haben in 2 Stunden über 300 Kommentare gehabt. Ich weiß nicht, wie es in diesem Video wird, aber Dankeschön für euer Support. Ich küsse jedem sein Herz und jedem seinen Finger für diese Tasten, die ihr benötigt damit. Also, Habibis, Dankeschön.